Welche Fluggesellschaft ist eigentlich die beste? Eine Frage, worüber man sich leicht streiten kann. Doch es gibt jährlich viele Rankings, wodurch man eigentlich leicht sehen müsste, welche Airline zurzeit die Nase vorn hat. Und ob man diese Frage dadurch so leicht beantworten kann, das schauen wir uns heute in meiner Show an. Und damit hallo und willkommen zu meiner Show. Ich bin der Florian von Plane Explorer Germany. Und wie vorm Intro schon gesagt, lassen sich im Internet sehr schnell viele Airlines-Ranking finden. Doch wenn man dann genauer hinschaut, fällt einem schnell auf, dass sich gefühlt jede zweite Tabelle voneinander unterscheidet. Und welche jetzt die richtige ist, das klären wir jetzt im Faktencheck. Zuerst einmal. Es gibt sehr, sehr viele Ranglisten für fast jede Kategorie, sprich Umsatz, beste First Class, am meisten Flugzeuge. Diese haben allerdings auch alle ihre Berechtigung. Und auch, wenn man als Fluggesellschaft in fast jeder Rangliste natürlich auf der Nummer 1 stehen will, gibt es da die eine oder andere Bestenliste, welche für die Airlines um einiges bedeutender sind als andere. Und wenn man nach so einer sucht, findet man schnell auf das Skytrax Ranking. Auf den ersten Blick eine normale Rangliste. Was dort allerdings für die Fluggesellschaften so entscheidend ist, ist, dass nicht ein paar Experten entschieden haben, sondern dass für die Rangliste 2019 22 Millionen Passagiere aus mehr als 100 Ländern gefragt wurden. Es wird dort also ab der Buchung des Fluges bis zum Service in der Kabine alles von den Passagieren bewertet. Und wenn wir uns die Rangliste von 2019 einmal anschauen, sehen wir, dass Qatar Airways im vergangenen Jahr noch vor Singapore Airlines, ANA, Cathay Pacific und vielen weiteren zur beliebtesten Airline der Welt gewählt wurde. Dies ist auch völlig zu Recht, da Qatar, ähnlich wie Singapore Airlines, für ihren außergewöhnlich guten Service an Bord bekannt sind. Außerdem besitzt Qatar Airways laut Skytrax auch die beste Business Class. Singapore Airlines erhielt einen Preis für die beste First Class. Emirates, welche auf Platz 5 landen, wurden ebenfalls für ihr sehr gutes Entertainment-System gelobt. Die beste europäische und deutsche Fluggesellschaft wurde Lufthansa auf Platz 9, welche mit ihren netten Cabin Crews besonders überzeugten. Dies waren jetzt erstmal die wichtigsten Fakten zur Skytrax Rangliste. Ich verlinke euch den Link dazu mal unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch die Rangliste selber nochmal anschauen. In dieser Show heute möchte ich allerdings nicht noch auf weitere Ranglisten eingehen. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, welche Airline ihr am besten findet. Und wenn ihr sowas Ähnliches nochmal in einer anderen Kategorie, zum Beispiel beste Billigfluggesellschaften, wissen wollt, dann schreibt es mir doch gerne auch in die Kommentare. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere, um nichts mehr zu verpassen, jetzt kostenlos meinen Kanal. Das war's dann heute auch schon wieder mit der Show. Ich sage ciao, bis zur nächsten Show.